Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, hier vom Paltenspark. Das ist das erste Mal hier, Tourtag Nummer, ach du Scheiße, 9? Könnte sein, ja. 9. Park Nummer 6, nee, Park Nummer 7 ist für heute schon. Wir sind schon relativ weit. Paltenspark, Home of Peppa Pig World. Das dürft ihr nicht vergessen, weil das ist hier riesengroß mit Peppa Pig World. Das, was wir gestern von Thomas hatten, gibt es hier von Peppa. Mit George und Sausia und so. Das ist ein Heidepark, ein Klacks geht. Ich bin schon so euphorisch, Leute. Wir gehen jetzt in diesen Park rein. Und werden mal gucken, wie George und Pepper und den ganzen Leuten so geht. Wir dürfen Onrides machen, mit Brustgurt ist das hier in diesem Park erlaubt. Und ja, legen wir los. Ja, Leute, wir sind jetzt hier in dem Dino-Bereich angekommen. Der ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, so 2-3 Jahre, da haben die das hier gebaut, aus der Erde gestampft. Hier sind quasi zwei Achterbahnen ineinander geflochten. Das sind zwei Wekoma-Achterbahnen, zwei Wekoma-Family-Coaster. Ein SFC, also Suspended Family Coaster. Das ist das Ding über uns mit hängenden Beinen. Ist layout-technisch 1:1 genau das gleiche wie in Grönerlund die Bahn. Ist auch zu einem Standard-Layout geworden, nachdem das in Grönerlund das erste Mal gebaut wurde. Und da hinten erwartet uns das zweite Standard-Layout. Das ist das Standard-Layout 2 für den Family-Boomerang. Gestern haben wir das Standard-Layout 1 gefahren, das erste, was Wekoma hatte. Und hier ist eben das zweite, wo die beiden Auffahrten nicht mehr nebeneinander liegen, sondern gegenüber voneinander. Machen wir aber gleich, wir gehen jetzt erstmal in den Family Coaster. Stellt uns von vorne an, damit wir euch ein Onride mitbringen können, hoffentlich. Nicht, dass das Personal irgendwie so ein bisschen streikt oder so. Aber eigentlich haben wir die Zusage, dass man hier mit Großgott filmen darf. Aus dem Hypo Flight of the Petrosaurus raus. Und ja, Wekoma Family Coaster, suspended, hängend. Stütze steht hier im Shop. Nee, finde ich cool das Layout. Also hatte ich gar nicht mehr so coole Erinnerungen aus dem Grönerlund. Das drückt schon an einigen Stellen so ein bisschen. So, da hinten ist unser Foto. Das muss super geworden sein. Super ist das bestimmt. Ah, da. So, ja gut, gehen wir mal zur nächsten Achterbahn. Ich denke, das wird der andere Weg rum mal sein, wa? Der Boomerang. Oh, das ist mal wenigstens los Kingdom zur Not. Aber dann haben die auch locker vom Park dieses Logo. Weil Ben ist ja ein Magnetisammler. Aus jedem Park nimmt der Magnetis mit. Nur blöd, dass die meisten Mini-Parks, wie der gestern, überhaupt nichts haben. Nur so hässliche Sachen haben. Naja, gut. Dann gehen wir mal rüber. Können wir nicht auch hier durch? Klar. Da hinten ist doch der andere Velociraptor. Da gehen wir jetzt hin. Hä, hier ist ja gar keiner. Walk on!
Coaster ist wohl der schönste Sierra Tivoli Mini Coaster, den ich kenne. Wie das hier alles mit den Bäumen so zugewachsen ist. Voll schön. Wir sind jetzt gerade noch hier in dem Vekoma Boomerang. War auch supi. Das erste Mal, dass ich dieses Layout gefahren bin. Die erste Kurve ist cool, die drückt so ein bisschen. Sonst halt auch familienmäßig, ne? So wie die Bahnen halt nun mal sind. Oh, ein Freifallturm. Eine riesen Gondel mit Miniturm. Und ein Seilchen. Und ein Seil. Hä? Wer baut sowas, Leute? Gucken wir uns doch mal näher an. Wir haben nämlich gefilmt, ne? Muss ja erstmal wissen. Von hier ein Foto ist auch cool. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen was fahren und dann wird noch mal ein bisschen gefilmt. So, jetzt fahren wir hier mit. Das ist zwar eine kleine Achterbahn, aber eine große Achterbahn. Wir haben ein bisschen weiter durch den Park gemacht, sind zur Cobra gekommen, einem Gerstlauer Bobsled Coaster. Und da habe ich drauf geguckt und habe gedacht, das kenne ich doch irgendwo, ja? Denn wir haben hier fast 1:1 das Layout von den letzten Ding Senkte Sau in Trips Drill. Nur das Ende ist ein bisschen anders. Also wir haben eigentlich bis hier gekommen, diese Hügel, das gibt es in Trips Drill auch. Der tiefe Hügel geht durch so eine Hecke durch, in Trips Drill, hier durch den Tunnel. Dann kommt die Helix. Und danach geht's in Tripster eigentlich nochmal eine Links-Aufwärts-Helix wieder. Die gibt's hier nicht. Da geht's hier direkt in die Schlussbremse rein. Aber sonst 1:1 die gleiche Strecke wie in Tripster. Ja, und ich fand die Fahrt echt super. Also Gerstlauer Bobsled Coaster, das ist einer der wenigen Gerstlauer Bahnen, die wirklich, glaube ich, immer ruhig bleiben. Und die Spinning Coaster auch. Also die Dinger fahren sich super, man sitzt super da drin, man hat Beinfreiheit ohne Ende. Wer zum Beispiel Van Helsing im Moviepark kennt oder, ja wie gesagt, Tripster oder in Belantis die Bahn. Die Dinger sind echt super. Hier auch echt schön mit dem Blau und so. Das ist, glaube ich, schon eine der etwas älteren Bahnen hier im Park. Aber ich finde die super. Ich mag den Park auch einfach bis jetzt. Also ich bin hier reingekommen, es sieht super schön aus. Hinten der Bereich mit den Dinosauriern, extrem gut gemacht. Also überall, also das habe ich noch nie gesehen, dass es ein Park, doch in PortAventura. Aber dass ich so ein Park mit PortAventura messen kann in diesem Themenbereich. Also überall Bäume, richtig gut gemacht. Es sieht nicht kaputt aus, es sieht total schön aus mit den Bäumen zwischen den Achterbahnen, als wärst du im tiefsten Dschungel. Und das haben die super gut hingekriegt hier. Für so einen kleinen Park schon echt Hammer. Ja, hier steht ja noch ein Freifallturm und da steht noch ein Disco-Coaster von Zamperla. Den werden wir, glaube ich, als nächstes machen. Leute, zum Frühstück gibt es so einen Hotdog mit Käsechips. Ja, und nachher gibt es irgendwie mehr. Aber wir hätten uns die Zwiebeln sparen können, die schmecken nicht. Ja, Leute, jetzt haben wir was gegessen. Da hinten wartet noch eine Achterbahn auf uns. Fahren wir leider aus die letzte, dann haben wir alles hier im Park. Also eine Achterbahn. Und ich stehe jetzt gerade vor der Baustelle für die neue Achterbahn. Da hinten sieht man auch schon die Station, die da gebaut wird. Können wir mal eben rüber gucken. Da. Ein paar Fundamente sind auch schon gelegt. Denn hier entsteht ein Mack Ride Spinning Coaster und ein kompletter neuer Themenbereich. Also Tornado Springs heißt der Themenbereich. Dann gibt es einmal den neuen Spinning Coaster, der Storm Chaser heißen soll. Sieht mir so ein bisschen nach dem Layout aus, was hier auch in Dubai, da Abu Dhabi, da irgendwo in irgendeinem Indoor-Park steht, weil das erst draußen einmal kurz lang fährt. Oder quasi hier in dem Bereich, der da drinnen dann so eine Halle ist. Hier komplett halt Outdoor dann. Aber ist, glaube ich, ein Standard-Layout, das dann wieder hier hingesetzt wird. Ist natürlich günstiger, aber das haben sie ja mit dem Vekoma Bahn auch gemacht. Und warum nicht? Ich meine, wenn es sowieso so wie noch hier in diesem Land nicht gibt, in dieser Version, warum sollte man dann nicht einfach eine Standardversion nehmen, ne? Dann haben wir einmal die Windmill Towers. Das werden wahrscheinlich zwei kleine Zierer-Freifalltürme. Wundert mich ein bisschen, weil die haben ja hinten eigentlich schon so einen Familienfreifallturm. Hier dann nochmal die Wagen vom Spinning Coaster. Und irgendwo hatte ich es gerade auch noch gesehen. So mal groß gezeigt. Ne, hier nicht, das war dann scheinbar drüben. Wird auch noch mal für die Großen eine Überkopfschaukel gebaut. Ja, wäre die erste Überkopfattraktion hier im Park. Also, da geht richtig ab hier. Und man sieht dann halt wirklich auch schon so ein bisschen, wenn man so ein bisschen drüber guckt,
Da sieht man, dass das die Stationsgebäude, das Stationsgebäude von dieser Spinning Coaster ist eine Art ja, Bauernhofsgebäude. Und da sieht man die Station, die wird halt auch wirklich schon so ein bisschen so aussehen. Hier neben, das passt halt auch ganz gut, hier ist so eine Rutsche drauf. Das sieht halt auch schon ziemlich gut aus. Das wird ein fließender Übergang und ich glaube, der Themenbereich, der wird so gut wie der andere Themenbereich da hinten. Also der Park, der macht sich echt und ich glaube, der kann richtig was draus werden. So, und wir gehen dann jetzt eine Runde Achterbahn fahren. Der zweite Park, wo wir endlich mal alle Achterbahnen gefahren sind. Mein Gott, oder langsam mal Zeit, dass es zwar hier wieder besser hat mit den Achterbahnen. Ja, war hier nochmal so ein mittelmäßiger Tivoli von Zira. Ja, jetzt sind wir frei. Jetzt können wir so viele Videos machen, viele Shorties gucken, viele Peppas gucken, wie wir wollen. Leute, wir sind in Peppa Pig Land reingegangen und direkt sind alle Attraktionen rappelvoll. Guck mal, die wollen alle in das Haus von Peppa Pig. Ich auch. Hier ist was los, das glaubt ihr gar nicht. Hier kann man gar nichts fahren, weil alles völlig maßlos überfüllt ist. Uiuiui. Aber hier wohnt sie, die Peppa. Ganz schön nass, das Ding. Also Leute, in Deutschland war der Piratenfluss nie so nass. Ihr schafft es, diese Reverschaubahn uns komplett durchzusaugen. Ich bin komplett nass. Wir waren nur zu zweit im Boot und haben auch so gesessen, dass es jetzt nicht ganz so schlimm ist. Naja, Pulli drüber und weiter geht's. Leute, wenn es weiter geht. Geht. Ja. Ja. Wir sind aber jetzt hier bei der Disco. Der Disco Coaster. Weil es eine große Scheibe ist. Nee, weil es ein Hoke ist. Ich weiß Bescheid. Also das, was auch im Moviepark steht. Das, was vorhin defekt war und das, was wir jetzt fahren. Und man muss sich noch vor Augen führen, dass... Das war schon wie eine Stufe angemalt, aber es war keine. Wenn man die Stufe wie eine Stufe anmalt, ist keine ist. Hier gibt's Gurte. Noch zusätzlich, habe ich noch nie gehabt. Hauptsache Gurt. So, jetzt kommen hier die Bügels. Safe is safe. Die Bügels kommen. So, geht los. Jetzt ab in den Looping. Bald gibt's noch den Disco-Loop. Dann macht er hier statt den Hügel den Looping. Ja, heute noch mal den Gurt sehen. Ja, macht Sinn. Läuft wieder die Kiste, ne? Und Ben ist auch wieder am Vloggen, aber es dauert. Oh, es dreht sich. Da. Ben hat noch so Verlängerungsschnur in seiner Hand. Die müssen wir jetzt hier, glaube ich, abgeben. Ja, Disco Coaster halt. Ne? Hat ein bisschen Rappel, ist nicht ganz der sanfteste, aber besser als der Movie Park. Oh. Dinosaurier voraus. This fine looking dino is an Iguana. Der macht Foto aus der Dino. Oh nein, es geht wirklich noch in der Dunkel. I like it. Give it to Buddy. G'day, guys. Here's a guy. You guys have been on a dino safari before? Oh ja, so dino. Sit back and prepare to be tired. Das hat er vorhin schon mal gesagt. Oh oh. That's a Mosasaurus. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, guck mal, Eier. Wir werfen mit Eier. Oh oh. Leute, wir waren jetzt gerade noch in so einer Rundfahrt. Da fährt man so durch dieses Dino-Gestrüpp, richtig tief bewachsen alles. Dafür, dass es eigentlich noch relativ neu ist, die Area hier, ziemlich cool. Ja, war jetzt nicht die längste Fahrt, aber es war cool mit Onboard-Soundtrack, die das Ganze begleitet hat. Leider war unser Onboard-Soundtrack ab der Hälfte auf einmal
aus und dann ging es wieder vorne los, obwohl das gar nicht so richtig passte. Naja, aber es war ziemlich cool gemacht, das muss man schon sagen. Ja, ich bin immer noch überwältigt von den ganzen Bewachsenen hier, wie gut das alles aussieht, wie viele verschiedene Pflanzen und sieht auch super aus hier. Und ich filme das jetzt noch ein bisschen. Der Ben holt sich was zu trinken und dann gucken wir, dass wir den Tag hier ganz langsam mal wieder in Richtung Ende bewegen. So Leute, wir waren jetzt gerade hier in Uldadesh. Damit ist nicht der geile Woody in Lake Compounds gemeint, den ich nicht gefahren bin bis jetzt, sondern ein Zamperla. Wie nennen sich die Dinger denn? Zamperla. Ja, diese Scheiben, wo die Autos immer hin und her fahren. Was ihr auch als Crazy Taxi aus dem Europapark kennt. Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas mit Crash? Nee, irgendwas in die Richtung heißt das Ding von Zamperla. Aber ja, hier irgendwie ziemlich cool thematisiert. Es gibt drei Gondeln, die als Ei thematisieren und drei als Stein. Und die knallen immer so fast gegeneinander. Und ja, waren wir gerade mal noch eine Runde drin, sind noch eine Runde mit dem Shuttle Coaster gefahren. Und ja, jetzt gehen wir doch mal hier an den kleinen Wasserspielplatz vorbei. Richtung Ausgang, Richtung Shop, weil der Ben sich da noch mal ein bisschen eindecken möchte mit Magnet. Und dann gehen wir raus, weil der Park macht um 5:30 heute zu. Wir haben jetzt 17.07 Uhr, also noch um die 23 Minuten. Und dann haben wir auch schon wieder ab. So, hast du dein Magnet gekauft? Mhm. Ist weg? Im Rucksack. Aber er hat sich noch 12 Parkpläne eingepackt. Hat die Frau gesagt. Oh. Okay, bye bye. Das sind aber coole Tore. Und da sind wir raus. Da, wo alles angefangen hat, da machen wir heute Ende. Und damit würde ich sagen, es war ein sehr schöner Tag. Wir haben 5 schöne Achterbahnen gefahren. Wir haben schöne Thematisierungen gehabt. Wir haben einen Park, der komplettes Kontrastprogramm zu gestern war. Alles hatte auf. Alles war nett, alles war freundlich, alles war sauber, alles war toll. Gerade mit dem Spinning Coaster, der jetzt hier im nächsten Jahr noch eröffnet wird, entwickelt sich der Park echt in die richtige Richtung. Da kommt noch eine große Bahn jetzt wirklich zu den etwas mittleren, die sie haben. Und ja, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr hier in der Gegend seid. Ja, und ich würde sagen, somit sagen wir tschüss.